Oh weh, sowohl das Maskottchen als auch die Spieler der Eulen sitzen etwas betröppelt an der Seitenlinie. 29:29 unentschieden, so lautet der Endstand. Ein Ergebnis, das nicht so richtig schmecken will. Im Ergebnis können wir nicht zufrieden sein und sind wir auch nicht zufrieden. Das werden wir aufarbeiten. Aber ist jetzt kein Beinbruch in dem Sinne, dass wir jetzt die Köpfe ins Sand stecken. Im Gegenteil. Also, was mich so gefreut hat, dass nach langen Verletzungspausen über ein Jahr Jan Remlinger heute sehr viel spielen konnte. Das hat mich sehr gefreut. Auch Pascal Durak steht an diesem Abend nach langer Verletzung wieder auf dem Platz. Bis zum Auftakt am 7. Februar in Gummersbach soll dann der Großteil des Teams wieder zur Verfügung stehen. Neuzugang David Spieler eingeschlossen. Der TV Hochdorf ist dagegen bereits in den Ligaspielbetrieb eingestiegen, musste zuletzt die erste Pleite hinnehmen. Umso mehr freuen sich die Pfalzbiber über die Leistungen gegen Ludwigshafen. Ich habe ungefähr in der 50. Minute habe ich gesagt, komm, jetzt will ich das Spiel auch gewinnen. Ich war wirklich überrascht von unserer Mannschaft, aber ja, ich weiß, was sie können. Das hat für die Ex-Eule zwar nicht ganz funktioniert, aber auch das Remis ist ein echter Achtungserfolg für die Hochdorfer Pfalzbiber. Das sieht auch Eulencoach Benjamin Matschke so, der zuvor bei den Bibern im Amt war. Ja gut, aus Hochdorfer Sicht war es ja ein toller Abend und wenn wir unseren Beitrag zu leisten konnten, in Ordnung. Aber dass ich jetzt nicht ganz glücklich nach Hause gehe, ich denke, das ist verständlich. Und während sein Team in den kommenden Tagen wohl noch den ein oder anderen Fehler ausmerzen muss, dürfen sich das Hospiz Elias in Ludwigshafen und ein schwer verletzter Amateurhandballer über die gesammelten Einnahmen des Benefizspiels freuen.